wollte von dir wissen, welchen Begriff hast du als letztes bei Google eingegeben? Das war Coochie Rap, glaube ich. Und was ist das? Das ist eine Rap-Ikone quasi, seit mehr als 20 Jahren. Der kommt aus New York, aus Queens und der hat, glaube ich, jetzt 7 oder 8 Alben gemacht und die sind alle geil, aber total. Oh, wusste ich jetzt nicht. Welchen Begriff hast du letztes Mal bei Google mal eingegeben? Meine eigene Stadtsparkasse. Und warum? Weil die Internetseite sonst nicht funktioniert. Ach so, geht nur über Google? Oder ich krieg's nicht hin. Hast du eine Website oder sowas? Habe ich auch. Was machst du denn? Das hat was mit Musik zu tun. Da sind wir ja mal gespannt. Aber du kannst jetzt auch keine Kostprobe geben oder so, ne? Nee, ich bin kein Sänger. Oh, schade. Tut mir leid. Aber danke schön. Dann gucken wir mal drauf. Gerne. Hast du dich denn schon mal selber gegoogelt? Ja. Und? Ich habe einige Sachen gefunden. Ach, was? Ja. Erzähl. Nee, das halte ich lieber für mich. Also richtig schlimm? Nee, schlimm ist es nicht, aber es ist okay. So besoffenen Fotos? Oder? Nee, die gibt es zum Glück noch nicht zu sehen. Noch nicht? Nee, auch nicht. Oh Gott, der Untergang ist nah. Also bist du nicht drüber Auskünfte? Ach, sonst geben wir deinen Namen bei Google einfach ein. Ja, wenn ich dir den geben würde. Also das letzte, wonach ich bei Google gesucht habe, war nach Regelfragen für Fußball. Und welche genau? Es ging halt darum, wie die 10 Vergehen sind, wann ein Foul denn ein Foul ist. Und wo hast du dann diese Angaben gefunden? Ja, letztendlich dann beim DFB auf der Homepage. Bist du Fußballer? Unter anderem, also Trainer, Schiedsrichter, also ziemlich viel mit Fußball zu tun. Okay, cool. Welchen Begriff hast du als letztes bei Google eingegeben? Ein türkisches Lied habe ich reingegeben. Wie heißt das? Das heißt Seninle Açamam. Oh, kannst du das buchstabieren? Seninle Açamam. Also Seninle Açamam. Ich kann mich nicht mit dir öffnen, heißt das. Wie mit dir öffnen? Ja, so heißt das. Und worum handelt es dann? Ich bin eine Rose und sagst du der Freundin, ich kann mich nicht mit dir öffnen. Weil sie muss ja blühen. Und da öffnet sie sich doch. Achso, und von welchem Künstler ist das? Oh, das weiß ich nicht. Weiß du nicht? Nee. Na egal, wir gucken mal nach. Ja. Hast du irgendwie eine Seite, die dir mal spontan einfällt oder was ganz Tolles gefunden hast? Ja, es gibt eine super Seite, die heißt www.kittler.com. Sonst, wenn man das sucht, sollte man vielleicht mal Cats that look like Hitler eingeben. Das ist eine sehr schöne Webseite. Das kann man unbedingt empfehlenswert, auf jeden Fall. Gerne. Also das sind Katzen, die aussehen wie... Hitler, wie Adolf, genau. Welchen Begriff hast du als letztes bei Google eingegeben? Abitur NRW. Und warum? Was hast du gesucht? Ja, die Vorgaben für die Prüfungen. Beispielsweise muss man eben in Deutsch, kommen eben alle 5 Lektüren vor, die man gelesen hat. Und dann habe ich dann überraschenderweise auch noch gesehen, dass Nachkriegsliteratur drankommt. Oh, man muss ja alle Reklamheftchen kaufen jetzt, ne? Genau. Ja. Also welchen Begriff habt ihr als letztes bei Google eingegeben? Buscapé.com. Und was ist das? Das ist ein Site, wo man französische Hip-Hop-Clips kann gucken. Und insbesondere auch jetzt mit dem neuen französischen Rapper, der jetzt ein großes Album rausgebracht hat und den man unbedingt muss schauen und nachgucken. Bist du das? Nein, auf jeden Fall nicht, aber ich kenne den und der ist gut. Hast du dich schon mal selber gegoogelt? Habe ich, ja. Und? War sehr interessant, ja. Was kam denn da raus? Genau, also ich habe früher Musik gemacht, also von daher aus, dass ich alles wieder mal zurückgefunden habe, was ich eigentlich damals gemacht habe. Können wir auch vielleicht mal gucken? Kannst du machen. Was muss genau. ich denn dann eingeben? Meine Vorname, meine Hintername und da kommt dann eine ganze Liste draus. Sagst du mir den auch? Ja, würde ich dir sagen. Jerome Tolboom. Und was hast du für Musik gemacht? Trance, Techno. Also ich früher zusammengearbeitet mit Gizmo, Chesto, Ferry Corsten. Sagt dir nichts? Aber ich werde es mir angucken. Ja, musst du machen, unbedingt. Cool. Genau, freue ich mich. Vielen Dank. Frage ich dich mal, was hast du denn als letztes eingegeben? Haarverlängerung. Und? Ja, habe ich ja jetzt. Und zufrieden? Ja, sehr. Wo hast du das dann gemacht? Beim Afro-Shop. Also ich habe mir die dran nähen lassen. Dran nähen? Mhm. Können wir mal von Namen vielleicht gucken? Ja. Wo denn? Hier oben ist das. Ach so. Das sieht man nur. Oh, da. Sieht aber echt aus. Ja, danke. Super. Schön. Ist das echt Haar? Das ist echtes Haar. Von anderen Frauen, die dann die gleiche Haare haben? Ja, von Indern oder so. Ja. Da habe ich irgendwelche Haare dran, ja. Also welchen Begriff hast du als letztes im Internet gesucht? Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall irgendwas im designtechnischen Bereich. Und warum hast du damit was zu tun? Ja, ich studiere das. Okay. Und kannst du da irgendwie eine Seite empfehlen? Oder? Ja, die Seite www.eco-log.de. Und was finden wir da? Arbeiten von meiner Uni. Filme, designte Bücher, Logos, alles Mögliche. Ach cool, klingt interessant. Dankeschön. Kein Problem. Habt ihr euch schon mal selber gegoogelt? Ja, habe ich schon. Was hast du rausgefunden? Ach, Sachen über die Schule nur so teilweise, dass man auf der und der Schule war, aber mehr auch nicht. Und du? Zu viel. Ach was? Weil ich früher zu viele Daten angegeben habe. In manchen Dingen, wo man heutzutage ja weiß, dass sie persönlichen Daten weiterverkaufen.
Oh je, kannst du das jetzt noch nachträglich irgendwie sperren lassen? Nee, da gibt's so, kann man nicht mehr. Und also ich habe es zwar von da, wo ich es mal bekannt gegeben habe, rausgenommen, aber schon vor Ewigkeiten, aber aus diesen, da gibt es so komische Seiten, die suchen halt die Webseiten ab und das behalten die drin, das kriegt man auch nicht weg. Weil es amerikanische Firmen sind, die löschen das nicht. Also wenn jemand an dir interessiert ist, kann er sofort mit deinem Namen herausfinden, welche Telefonnummer, wo du wohnst, alles und dann anfangen zu stalken. Ja, sozusagen. Würde funktionieren. Ja, leider. Na gut, dann viel Glück in deinem Leben weiterhin.